Was für ein rührendes Familientreffen. Die Mutter, der Sohn, die Tochter und das Schwert. Nur eins fehlt noch. Alles klar, jetzt müssen wir kämpfen. Moment, wir machen das jetzt folgendermaßen. Und Meister Jack hat unsere Mutter getötet. Besiegen wir ihn am besten. So scheinen wir es irgendwie nicht ganz hinzubekommen. Also ist auch wieder so. Es funktioniert einigermaßen, aber wir machen nicht besonders viel Schaden. Jetzt. Wir können uns auch hier hintertreffen, das ist ja interessant. Jetzt müssen wir ihm immer wieder ein bisschen Schaden zufügen. Wieso trifft uns das denn automatisch? Was macht er denn jetzt? Das war nicht besonders gut. Ach. Vielleicht ist er down. Was macht er da eigentlich? So. Und jetzt die Wahl, von der ich vor langer Zeit sprach. Streck mich mit dem Schwert der Ewigkeit nieder. Dann wirst du so mächtig sein, wie Jack es sich immer erträumt hatte. Oder wirf es in den Wirbel, damit seine Dunkelheit für immer gebannt ist. Also, was wirst du tun, kleiner Bruder? Schwert der Ewigkeit. Wir haben Jack besiegt. Und, möchtet ihr das Schwert der Ewigkeit in den Wirbel werfen?
Ja, wir können jetzt entweder Theresa mit dem Schwert töten und das Schwert quasi für uns beanspruchen, oder wir werfen es in den Wirbel. Und da wir ein guter Held sind, werfen wir es in den Wirbel. Zeit herauszufinden, wo ich hingehöre. Hierhin mit Sicherheit nicht. Quest abgeschlossen. Wir haben Jacks Maske bekommen. Wir geben Belohnung 20.000 Gold. Extra Gold erworben, ganze 70. Bekanntheitsbelohnung 4.000. Extra Bekanntheit 300. Erfahrung 62.140. Der Held hatte über Messer Jack triumphiert und sich der dunklen Macht des Schwertes entzogen. Als er hinaus ins Tageslicht trat, rief die Menge jubelnd seinen Namen. Er war eine lebende Legende. Nach und nach erholten sich die Gilde und deren Leute. Mauern wurden neu errichtet, die Ordnung wiederhergestellt. Für Theresa würde es nicht so einfach werden. Sie zog sich in ein fernes Land zurück, um dort die Wunden ihres Lebens zu heilen. Ein ganzes Jahr war vergangen. Jack war fort und langsam kehrte wieder Frieden in Albion ein. Und endlich konnte sich der größte aller Helden einmal ausruhen. Ihr habt den Status legendär erreicht. Ein Jahr später. Oh Held, es tut mir leid zu stören, aber wir erhalten Nachricht von Schnitter, einem unserer ältesten Helden. Er verließ die Gilde Richtung nördliche Einöde, aber jetzt? Es wäre gut, wenn ihr zum Großtatenpodium vor der Gilde kommen und es euch selbst ansehen würdet. Und damit ist in der Gilde nach weiteren Quests. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Und damit ist Fable 1 vorbei und wir beginnen Fable The Lost Chapters mit den verlorenen Kapiteln eben halt. Und ich glaube, das hier ist ja Brom und das ist ja unsere Mutter Scharlachrobe. Und nun steht diese Statue auch in Orkvale. Und wir werden uns jetzt nicht direkt dahin teleportieren, sondern vielleicht gibt es jetzt endlich diese Rüstung. Die glänzende Plattenpanzerung. Ich hoffe es. Guten Schwertkämpfer? Nö, eigentlich brauchen wir keinen guten Schwertkämpfer. Es ist doch gerade schon wieder dunkel, warum auch immer. Ich mache mal eben kurz eine kleine Aufnahmepause, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wurde kurz gestört. So, schnell hier rein, vor der Laden dicht macht. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Das hoffe ich für dich. Glänzende Leos, glänzendes Urwand. Moment, aber ich glaube, wir brauchen nur was für die Beine, kann das sein? Glänzende Willenskraft, Liederleddings. Wieso gibt's das nicht? Oder bin ich gerade voll? Plattenleggings. Ich meine, die gab's hier. Panzerstiefel. Moment, die machen mehr Schaden. Moment mal, das kann doch nicht sein. Haben wir gar kein Schwert ausgerüstet? Wenn man in einem Laden etwas kauft und in einem... Wieso haben wir denn nichts ausgerüstet hier? Das kann doch nicht sein. Solos Rohschwert. Distanzwaffen, die Armbrust. Vielleicht können wir nochmal in Kleidung reingucken. Wenn die will ich eigentlich anziehen.
Aber uns fehlt noch der Helm, die Schuhe und die Leggings. Und ich weiß nicht, wo ich die herbekommen soll. Na gut. Dann machen wir doch mal weiter. Und gehen wieder zurück zur Heldengilde. So, die sind mittlerweile wieder aufgebaut. Wir können noch mal eben kurz ein paar Punkte verteilen. Stärke, müssen wir das Schwert da rausziehen, fällt mir gerade mal ein. Gesundheit oder Zähigkeit? Machen wir es mal in Gesundheit. Fertigkeit, gut, da haben wir momentan noch nichts von. Wir müssen aber noch diese Schwerter rausziehen. Weil ich mittlerweile noch andere Quests. Nee, ich glaube, man kann fast jede Quest danach immer noch machen. Gut, ich möchte eigentlich dieses Schwert aus dem Stein rausziehen. Wo war das denn noch? Nautical Glade, war das davor? Witchwoodsee, Avos Tempel, da müssen wir eigentlich hin. Witchwood Steine. Reisen wir mal nach hier. Ich glaube zwar, dass das gleich weit entfernt ist, aber egal. So, mit euch möchte ich mich jetzt mal eben kurz nicht beschäftigen. Wachsam bleiben. Nein, so. Ich könnte mir sowieso alle nix. Wir rennen hier einfach mal durch. Ach du Scheiße. Wir rennen hier einfach mal durch und dann schaffen wir das schon irgendwie. So, Witchwood Steine. Eigentlich müsste es die Rüstung jetzt schon geben. Aber vielleicht kann man die in Oakwell nicht kaufen. Das weiß ich nicht. Belverine. Viel Spaß euch allen. So. Nehmt die Händler und nicht mich. Sind hier noch ein paar Banditen? Avos-Tempel. So. Wo war jetzt das Schwert? Da oben. Mal gucken, ob wir es jetzt rauskriegen. Eigentlich müsste es jetzt funktionieren. Versuchen es einfach mal. Wunderbar. Na komm. Versuchen wir es mal. Ich drücke die Daumen. Mal sehen, wie gut der Held ist. Also bleibt Yus Schwert doch im Felsen. Vielleicht ist es besser so. Echt, wir sind immer noch nicht stark genug dafür. Du musst direkt stark sein. Ja, sind wir eigentlich schon. Na gut, da müssen wir wohl noch mehr investieren. So. Hier können wir noch Geld reinspenden. Im Tempel des Lichts öffnet Seele und Geldbörse gleichermaßen. Wir investieren einfach mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwann was bekommt. Ja, komm, 11.000 machen wir jetzt los. Götter wüssten abermalige Großzügigkeit eurerseits sehr zu schätzen. Oh, geil. Und jetzt? Gut, das hat uns ja genau nichts gebracht. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nein, brauche ich nicht. Das gab's aber in der Völkerküste, gab's das auch nicht. Könnte man das denn kaufen können? Bowerstone? Doch. Könnte sein im Bowerstone Nord bei dem Händler.
Dummerweise ist jetzt schon wieder Nacht, aber gut. So ist das eben. Müssen wir uns nochmal eben kurz hinlegen. Wir sind hier wenigstens nicht so unverschämt teuer. Jetzt stehen hier schon wieder alle auf der Treppe rum. Nein. Wie schön euch kennenzulernen, Säbelschwinger. Stehe zu Diensten. Einige Taugenichtse kaufen hier etwas und verkaufen es dort wieder, um daran zu verdienen. So, Moment. Gut, du gehst mal alleine runter. Schieb mal ein Bier rüber, ja? Die gehen jetzt auch alle alleine runter. Sofort. Das ein. Ist mein Mann! Gehen. Runtergehen, runtergehen, runtergehen. Leute! Spielt Paare! Ich hätte gerne so, jetzt. Einen herrlichen Humpen schäumendes Bier. So, 35 Gold. Lass mal abtreten. Echt toll! Liegt der im Bärenfell? Hm. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie rauskommen. Ja! Aber das ist kein Problem für uns. So, da vorne. Ne, da kann man nichts kaufen. Ich glaube, wir müssen dafür nach Baustein Nord. In den Laden, der hier so gelb markiert ist. Ist das eigentlich ein Waffenladen oder ein Gemischtwarenladen? Weil. Ich glaube, der verkauft so ziemlich alles. Genießt den Rest des Tages, Sir. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Und er ziemlich viel zu verkaufen. Aber nicht das, was wir brauchen. Warum nicht? Das ist doch doof, du Händler. Waffen mehr ist aber auch nicht, ne? Hey. Nee. Die dunklen Mächte sind da. Auch nicht mehr zu bieten. Die wollen nicht mit uns reden. Ist keiner mehr drin, gute Kämme zur Gilde zurück. Kann man nichts machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, kann man sich ein Schwert besorgen. Das kann man sich besorgen, wenn man das Schwert vernichtet hat. Das Schwert der Ewigkeit hieß das, glaube ich. Solange man das, wenn man das vernichtet hat, kann man sich jetzt hier in der Gilde irgendwo das andere Schwert holen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo es war. Dieses Grab wartet auf ein würdiges Grab liegen. Ja, ja. Hier sind die Überreste, ja. Ich weiß gerade gar nicht. Moment, da ist noch ein. Ein Vögelchen. Ist denn hier nichts? Ich dachte, irgendwie wäre das hier. Oder vertue ich mich da gerade total? Was mit den Statuen machen? Nein, können wir nicht. Der Typ sagt uns auch nichts. Wie war das denn noch? Und da würde ich sie begraben zu liegen. Ja, das sind ja wir, aber. Zauberer tragen wohl keine Schwerter mit sich herum. Mächtigen Zauberern, vielleicht geht das jetzt auch noch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Dann, guck mal, hier ist noch die Stadt von Mace. Ja, der Held. Na gut, dann kriegen wir das Schwert eben halt noch nicht. So, dann machen wir jetzt aber mit der Hauptquest weiter, damit wir wenigstens noch etwas hinkriegen hier. Aussichtspunkt. Wir sollen die am Großtatenpodium treffen.
gestorben. Ich glaube, diese Kreaturen sind bekannt als Herbeirufer. Ich habe versagt. Ich werde versuchen, ihre Reise zum Festland zu verhindern. Aber ich brauche Hilfe. Der Stärkste von euch muss die erste Dämonentür beim Podium öffnen. Dort ist das Feuerherz. Nur der Erwählte wird von den Propheten angehört. Ruft mit dem Herz das Schiff der Ertrunkenen. Schnell, bevor alles verloren ist. Schnitter? Schnitter! Wir haben ihn verloren! Skorm! Die Dämonentür erwachte heute Morgen, ließ aber keinen von uns durch. Sie sagt, wir seien unwürdig. Es liegt bei euch. Ihr habt Jack ganz allein besiegt. Wenn sie sich nicht für euch öffnet. Der Mann hat recht. Ich tue, was ich am besten kann und wälze Bücher. Wir müssen wissen, wer diese Herbeirufer sind. Viel Glück! Alles klar, mal auf zur Tür. Wer sind die Leute hier? Die kennen Interessanten.